Was? War er das? Ja, so. Das haben wir hier erledigt. Und ich glaube tatsächlich... Was passiert hier gerade? Ach so. Okay. Okay, McGreedy. Ciao. Was? Was ist da denn jetzt passiert? Ja, gut. Der geht unter Wasser ein bisschen spazieren. Also ich würde sagen... Ich sage es sogar. Wir gucken, wir haben ja, hier geht's direkt weiter zu Orten, wo wir noch Aufgaben haben, sonst werden die ja da nicht aufgetaucht. Hier dieses Four-Leaf-Fischverarbeitungsanlage und General Atomics Fabrik. Also hier geht's immer weiter. Hier haben wir so ein paar Orte, die können wir abklappern. Das können wir doch einfach mal machen. Wir können ja einfach mal generell ein bisschen weiter nach unten uns auf der Karte bewegen. Ne? Also hier unten wird es halt unangenehmer generell, ne? Aber ja, wir sind cool, wir sind stark, wir schaffen das. Und jetzt würde ich erstmal hier hingehen. Ich guck mal eben, womit hat das denn zu tun? Bedrohung? Das kann es alles nicht sein. Eine neue Bedrohung? Diamond City Blues? Verschafft ihr Zugang zu Marowskis Schemlabor. Paul und ich haben beschlossen, die Beute aus dem Überfall auf dem Schem-Deal 50-50 aufzuteilen. Wenn ich Marowskis Labor leer räume, springt vielleicht sogar noch mehr bei der Sache raus. Ist das das? Das ist das, ja. Das ist also quasi da, direkt in der Nähe. Oder es ist da. Okay, jetzt ist die Frage... Ich glaube, wir gehen zurück an Land am besten. Er hasst es, nass zu werden. Aber geht freiwillig unter Wasser spazieren. Wir gehen hier wieder an Land. Und dann außenrum, ne? Von da irgendwie rum hin. Was war das gerade? Ich bin gerade irgendwo rübergelaufen. Was? Wer? Da ruft irgendjemand um Hilfe. Bitte, Hilfe! Dieses Ding bringt mich um! Ich sagte, ach, halt die Fresse! Bitte, du musst mir helfen. Dieser Typ ist ein Sünder und er will mich töten und meine Familie und mich ersetzen. Oh Gott, meine Kinder. Lass sie aus dem Spiel! In Kann ich mit dir reden? Ist er der Sünder und will mich ersetzen. Bitte, bitte, du musst mir glauben. Du darfst das nicht zulassen. Sind das wieder die zwei? Ist das wieder... ihr wisst noch, ne? Wie heißen sie denn noch? Ach, ich kann mit ihm reden. Warte, ich kann mit ihm reden. Verhören. Das geht mich nichts an. Töte ihn endlich. Niemand stirbt. Verhören. Hey, ich bin auf deiner Seite. Ich will nur die Wahrheit hören. Dann kann ich vielleicht helfen. Gehörst du zum Institut? Hör zu. Dieser Typ weiß, dass ich ein Sünd bin. Du musst mir helfen, mit ihm fertig zu werden, okay? Sonst habe ich ein großes Problem. Niemand stirbt. Töte ihn endlich. Beschuldigen, angreifen. Niemand stirbt. Beruhigen wir uns erstmal. Hier muss niemand sterben. Nein, er will mich tot sehen. Er wird niemals aufhören. Ich muss ihn töten. Hör nicht auf ihn. Er wird alles versuchen, um dich zu überzeugen. Ihr habt mir das geschrieben. Wer ist, ne? Ich erinnere mich da an was. Ach, scheiße. Diese Situation haben wir schon mal, aber wir konnten nicht eingreifen. Wie ist das passiert? Nimm die Waffe runter. Hör zu. Nimm einfach nur die Waffe runter. Dann können wir über alles reden. Ich... Na gut. Ich nehme die Waffe runter. Oh, Gott sei Dank. So, wollen wir die Sauerei wegmachen? Oh, verdammt. Jetzt geht's los. Was mache ich jetzt? Moment, was mache ich jetzt? Warte, der hat angefangen. Der hat angefangen. Ödländer? Der hat den geschossen, obwohl er die Waffe runtergenommen hat. Ich schieß den jetzt ab. Kann nicht sehen. Wo ist der andere Typ? Oh Gott. Ich hab dir doch gesagt, du sollst verschwinden. Gott, ich zittere noch immer. Großer Gott, das Ding sah aus wie ich.
Okay. Ich habe jetzt einfach so gehandelt, wie ich es jetzt gemacht hätte, ohne zu wissen, wer ist. Also wer der Zünd ist und wer nicht. Weil der hat die Waffe runtergenommen und dann hat er angefangen zu schießen. Also hat er es verdient. So, finde ich. Kronkorken. Da, Zündkomponente. Also er war der Zünd, okay. Hat er aber gerade ja auch gesagt. Zündkomponente, das Outfit brauchen wir nicht. Er hat, also wie gesagt, bevor die sich jetzt hier umbringen, finde ich, hat er das eher verdient, weil, ja. Witzig. Ich wusste gar nicht, dass das nochmal passiert. Uns ist das schon mal passiert. Und jetzt ist es einfach nochmal passiert. Wie kann das sein, Spiel? Ich verstehe das nicht. Wird das nicht nur einmal ausgelöst? Kann ich nicht nochmal mit dem reden, mit dem Typen? Jetzt ist er weg. Was? Hä? Hä? Da war doch gerade ein Geräusch. Eine menschliche, weibliche Stimme. Ey, Art. Alles cool, oder was? Kann ich... Warum kannst du, zur Hölle sollte das Institut mich ersetzen wollen? Warum redest du nicht mit mir? Warum gibst du mir kein Geld, dass ich dich gerettet habe oder so? Naja, gut. Da reden... ja, da reden Raider gerade. Das sind, glaube ich, die wir jetzt schon 1000 Mal hier gesehen haben, ne? Habe ich jetzt gerade keinen Bock drauf. So, gut. Ja, haben wir das auch nochmal erlebt, Leute. Und hier sind wieder diese gruseligen Möwen, Guck mal, wie die aussehen. Hallo? Guck mal, die fliegen gar nicht weg. Ich kann mir die voll aus der Nähe angucken. Sollen wir das als Thumbnail nehmen? Gruselige Möwen? Oh, jetzt sind sie weggeflogen. Ich wollte gerade ein Foto machen. Naja, egal. Okay, so. Wir gehen hier außen rum, glaube ich. Können wir außen rum? Guck mal, da sind zwei Siedler, oder was war das? Nein, ich wollte so machen. Ödländer. Das wurde mir gerade angezeigt. Sah der eine gerade auch wieder aus wie ein Art? Der sieht so ein bisschen so aus. Muss ich hier rüberschwimmen? Was? Was? Wurde der Art gerade umgebracht? Der andere? Habe ich dafür gerade Erfahrungspunkte bekommen? Was ist das da? Da war ich aber schon, ne? Was ist das? Ja. Ach, das ist ein Hotel. Okay. Was ist hier los? Ich muss gar nicht spielen und irgendwie kriege ich gerade die ganze Zeit Erfahrungspunkte. Okay. Nun. So, ich könnte hier außen rumgehen. Wollen wir das machen? Hier haben wir noch nicht so wirklich was aufgedeckt. Ist vielleicht gar nicht so schlecht, oder? Komm, wir gehen da mal außen rum. Wir gucken mal ein bisschen. Ich finde das gar nicht so schlecht. Ich weiß nicht. Also das haben wir auf jeden Fall hier alles schon gesehen. Drax. Da krabbelt was. Wo? Ich höre was krabbeln. Wow! Alter Falter! Treffer. Gerade fängt es an, mir Spaß zu machen. Echt? War jetzt gar nicht so schwer. Boah, ich kann mich noch dran erinnern, dass die Red Skorpione richtig übel waren. Was? Wo? Ih, noch einer. So wird das bei uns hier erledigt. Tut mir leid, Red Skorpion. Mit deinen 6 Augen. Tut mir leid. Okay. Hier leuchtet's, warum? Oh, okay, ich verstehe. Red Skorpion! Der ist wiederum ein bisschen stärker. Das nenne ich mal einen bestätigten Abschuss. Verstrahltes Blut. Oh, guck mal hier. Ja, seht ihr mal, was wir hier alles finden, während wir hier rumlaufen. Ein komisches, zusammengeknüdeltes Skelett zum Beispiel. So, okay. Waren wir hier wirklich noch nicht? Doch, hier waren wir schon, aber hier unten noch nicht. Ja, da brauchen wir ja jetzt gar nicht hin, dann gehen wir hier weiter. Gucken wir mal, was uns sonst noch so erwartet. Guck mal, hier ist ein Briefkasten, Forschungsreagenzglas. Ist nicht zufällig der Briefkasten, zu dem ich hin muss? Nee, dann wäre da irgendwie ein Dings, ne? Hör mal. Ihr wisst schon, ich muss zu irgendeinem... Ach nee, ich muss erstmal zurück. Geht's für Dr. Carrington zum toten Briefkasten? Ach, der ist ganz... Ach ja, stimmt. Super-Duermarkt. Stimmt. Okay. Können wir wieder wegmachen.
Können wir wieder wegmachen. Brauchen wir jetzt erstmal noch nicht machen. Wir sind gerade erstmal hier. Was ist das hier? Was ist das hier? Leuchtet's? Hesters Haushaltsroboter. Ich glaube, da gehe ich mal rein. Okay. Die haben wohl keinen Wachroboter übrig, den wir mitnehmen könnten. Wir haben ja auch ein paar. Was ist das hier? Ach so, okay. Ich dachte, das sah gerade aus wie eine spezielle Waffe, aber... Mikroskop. Das erinnert dich sicher an die alte Zeit. Vor allem ist das Schrott, den ich brauche. Wie das klingt, als wäre ich so voll der komische alte Mensch. Kronkorken. Hey, finden wir einfach mal ein paar Kronkorken hier. Was ist da los? Was ist da los? Der Ort gefällt mir gar nicht. Wir sollten nicht hier sein. Du bist ein bisschen so ein Schisser, ne? So ein bisschen. Brauchen wir für irgendwas eigentlich Gold? Ach, da war noch Terpentin drin. Das nehme ich noch mit, oder? Der brennt noch. Die brennen alle noch. Okay. Ach, guck mal, hier sind Knöpfe. Ist hier auch einer? Nee. Da drücke ich mal drauf. Ich muss auf rote Knöpfe muss ich immer drauf drücken. Tell me more. Für Haus und Hof. Ihre Familie wird Roboter von Hesters lieben. Finde den Feind! Alter, what? Okay, lebst du auch noch? Dumm sein, wenn sie es nicht schaffen, sich von... Okay. Interessant. Ach so, hier kann man auch noch drauf drücken. Der Sicherheitsgarantie von Hesters können Sie vertrauen. Naja, anscheinend nicht so richtig. Ein Roboter von Hesters steht für Qualität, Sicherheit und Zuverlässigkeit. Das sieht man. Lumpenkapuze. Level up. Ja, ich weiß, ich habe ein Level up. Ich weiß. Also, ich vergesse das wahrscheinlich gleich wieder, aber das Spiel wird es mir ja nochmal sagen. Kamera, Klebeband, guter Schrott. Haben wir auch ein bisschen Vorkriegsgeld, sehr schön. Kronkorken, auch sehr schön. Vorkriegsgeld, ganz viel Vorkriegsgeld. So. Oh. Red Away, Terpentin, Telefon, wenn wieder so ein komischer Gruselaffe. Blechdose, Aluminiumdose, sehr gut. OP-Tablett, auch Aluminium, sehr gut. Ah, guck mal. Der ist ganz, aber aus. Haben wir auch noch nie, hab ich auch noch nicht gesehen. Oh, ganz viele OP-Tabletts. Tablette. Ist hier zufällig? Nee, schade. Es hätte ja sein können, dass hier irgendwo ein Ding drin ist. Nee, schade. Was, Schüssel? Tür, okay. Da geht's also weiter und nicht raus. Wo geht's hier hin? Auch weiter und nicht raus, okay. Interessant. Ich will nur gucken, dass ich alles loote. Dass man mir nicht böse ist. Oder dass ich über mich aufregen muss, wenn ich was nicht loote. So, hier geht's aber wahrscheinlich dann wieder raus, ne? Nee, geht auch weiter. Oh, da ist aber jemand sehr tot. Du kannst nicht mehr tragen. Ach, scheiße, okay. Hey. Und? Sehen wir uns mal an, was du so hast. Ja. Was kann ich dir denn geben? Ich geb dir mal... Ach, Funkfeuer. So viele habe ich? Das ist ja geil. 3 Stück habe ich da bekommen. Ich habe einen Flammenwerfer dabei. Warum? Gasmaske. Chamäleon-Metallrüstung. Okay. Ja.
Das ist alles andere Sachen, anderes anderer Kram. Okay, ich glaube, wir müssen gleich nochmal zurück nach Sanctuary uns ein bisschen lernen. Habe ich das Gefühl. Ich gebe ihm mal alles an Kram, den ich hier so habe. So, weil dann kann ich erstmal wieder sammeln. Gut, also hier geht's weiter. Ich gehe aber... ich weiß nicht, welche Tür. Welche Tür zuerst? Welche Tür zuerst? Okay. Globus. Sehr gut. Auch gut. Ach, ich nehme die einfach mal mit, diese Zigarettenschachteln. Ich weiß auch nicht. Zigarrenkiste. Ey. Ist da noch was drin? Nope. Ach, das ist die Tür von da drüben. Okay. Okay. Unspannend. Ich dachte, es wäre spannend. Oh. Das ist gar nicht so bad. Was haben wir hier sonst noch? Günstiger Wunderkleber. Und da unten ist noch so eine Schüssel. Was enthält die denn, was ich so brauche? Ich könnte ja nachgucken, aber... Ich frag lieber und erfahre es nie. So. Okay. Das ist die andere Tür wahrscheinlich. Ja. Und das ist... Okay, gleich. Moment. Die Tür führt da auch hin. Nee, wo ist sie? Wo ist die andere? Wo ist die eine Tür? Die große. Die Doppeltür. Direkt. Anstatt direkt. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Nee, ich wollte eigentlich... Nein! Jetzt habe ich alles durch. doch, habe ich ausgerüstet. Splittergranaten. Oh mein Gott! Es klingt wie eine Lok. Du legst dich mit dem Besten an. Mehrzweckprotektor. Gleisbolzen hinzugefügt. Wow! Oh mein Gott! Was? Nicht dein Ernst! Was? Leute, wie geil, guck mal. Ich habe automatisch gespeichert. Wie klug. Was zur Hölle war das denn? Wie hat der mich denn jetzt so platt gemacht? Moment, ich will eben gucken. Hatte ich das jetzt ausgerüstet dann? Und danach gespeichert? Nein, Inventar. Inventar. Waffen. Ja. Was zur Hölle? Alter, warum? Ach, ich bin so leer. Ach, Leute. Gar nicht mehr dran gedacht. Ich bin ja fast tot, quasi. Okay, Leute, Moment. Huch. Right away. Und dann bitte, keine Ahnung, ein bisschen futtern. Und ein Stimpack. Ganz vergessen, Alter. Nein! Sie ist noch da, sie lebt noch. Du legst dich mit dem Besten an. Deckung! Wo bin ich? Wo ist die? Wo ist die Alte? Das ist ganz cool mit dem hier rumlaufen. Ich weiß nicht, wo sie ist, ey. Boah, der zieht mir so viel ab. Ach du Scheiße, ist das krass hier. Ich mach das mal lieber so. Ich wurde nicht zum Scheitern programmiert. Okay. Nicht böse werden!
Die hat mich voll getroffen. Aber die ist jetzt tot, oder? Komm, stirb. Nein, sie hat das nicht abgekriegt. Fuck! Fast tot. Ja! Ja! Okay. Mir geht's gar nicht gut gerade. Ich habe anscheinend Kopfschmerzen. Da lebt noch einer! Soll ich mir noch was gönnen? Ja, so. Ich bin immer noch verkrüppelt. Alter, hier, Gleisbolzen. Kann ich die schon nehmen? Tür schließen. Jeder weiter. Ach, der ist fast hin. Okay. Hui, 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 hui. Meine Güte. Ja, okay. Das hat Spaß gemacht. Aber ja, ich habe natürlich jetzt nicht darüber nachgedacht, dass ich ja nur noch halbe Gesundheit habe, ey. Was liegt denn hier noch? Kühlmittel. Kombi, was? Okay. Meine Güte. Warte mal, hier war ich. War ich hier drin? Ja, ne? Nee, war ich. Stimmt. Die Leiche. Mann. War aber ein bisschen lustig. Okay, hier geht's nicht raus. War wirklich sehr lustig. Da geht's aber raus. Exit, okay. Ja, da gehen wir dann gleich raus. Aber ich glaube, wir gehen nochmal zwischendurch nach Sanctuary. Wie gesagt. Und bringen den ganzen Schrott weg wieder. Weil wenn wir da jetzt weiter die Karte runterlaufen, dann ist das doof. Mit dem ganzen Schrott, den wir haben. Was ist hier oben noch so? Nicht viel. Ist einfach nur Kampfarena aufgebaut quasi, ne? Guck mal hier, Flamingo. Okay. Scheiße, habe ich jetzt gar nicht mehr drin gerechnet. Also, gar nicht. Oh. Die haben bestimmt gegeneinander gekämpft. Kronkorken. Ey, wie viel Kronkorken ich gerade finde. Oh, nein, das wollte ich eigentlich gar nicht. Egal, okay. Egal, wir gehen ja jetzt eh zurück nach Sanctuary. Ich könnte eigentlich sogar die Rüstung von ihm mitnehmen. Einfach, weil ich das ja eh... nee, warte, ich wollte das Flanellhemd haben. Danke. So. Jetzt mache ich es nackig. Jetzt sieht das aus... Jetzt sieht das aus, als wäre hier was anderes passiert. Ey, sprich mir nicht rein in meine schlechten Witze. So. Kann man hier reinfallen? Ach, guck mal, Tischventilator. Ich nehme jetzt hier alles mit, Leute. Wenn ich jetzt eh nach Sanctuary gehe und den ganzen Schrott wegbringe, warum denn nicht? Oder? Kann ich die Lampe auch mitnehmen? Nein. Knochen könnte ich mitnehmen. Was ist da unten noch? Auch Zigaretten, ne? Komm, ich nehme ein paar Knochen mit. Ich nehme einfach mal meinen Knochen. Komm. Warum nicht? Man gönnt sich ja sonst nichts. Einfach mal ein paar Knochen mitnehmen. So. Gut. Wollen wir hier mal den Kanister noch mitnehmen? Oder ein Auto? Ah, da ist noch ein... Ach nee, okay. Der Terminal ist kaputt. Den haben wir noch nicht gelootet. Alles klar. Sonst haben wir aber jetzt alle gelootet. Gelootetetet. Was ist hier noch? Oh! Mhm. Nein. Ja. Wie schön. Wie schön. Ja, wirklich schön. Oh. Ja. Der Putzroboter den Tag ja. Ja. Nee, den haben wir gerade umgebracht, MacReady. Den Putzroboter. Hier ist auch eine Leiche drin. Oh, die wurden bestimmt hier entsorgt, die Leichen. Ist hier noch was drin? Mülleimer? Nein. Gut. Das war spaßig. Ach, guck mal hier, Aluminiumdosen noch. Nehme ich mit. Und die anderen auch. Superkleber, nimm ich alles mit. Schon ein bisschen Loot hier zu finden. Ist ein guter Platz zum Looten. Ein looter Platz, sozusagen. Entschuldigung.
Ja, 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 ja. Noch ein Schädel, noch eine Schöpfkelle und noch ein bisschen Baumwollgarn. Was ist das? Auch das nehmen wir mit. Ach so, ich wollte gerade sagen, auch den Eimer nehmen wir mit, aber das ist das gar nicht. Bierflasche, du kannst nicht mehr tragen, na toll. MacReady, ich muss dir noch ein bisschen geben, sodass wir noch schnell reisen können. Was willst du? Hier Staubsauger gibt es nicht ohne Grund, weißt du? Ich hab mit dir geredet. Commonwealth Sparkasse MacReady, stets zu Diensten. Ja, ja, hör auf immer so viel zu labern. Nimm einfach das Flanellhemd. Und das war's, das ist okay. Gut, dann gehen wir hier, ach ja, Theaterviertel, gehen wir raus. Oh. Und dann zurück nach Sanctuary Hills, wollte ich gerade sagen. Es regnet. Ja, abgeschlossen. Und da machen wir dann gleich, also dann in der nächsten Folge quasi weiter. Aber erstmal nach Sanctuary Hills. Den ganzen Schrott und so mal loswerden. So, hier regnet's auch. Ja, ja, Mann. Ja, Mann, hier regnet's auch. So, Transfer. Gesamten Schrott lagern. Was habe ich denn noch? Die tue ich woanders hin. Die tue ich hinten in meine Kiste. In die Kiste. Aber das kann hier rein. Und das kann auch hier rein. So, MacReady, please coming. Ja, hey. Genau. Ja. Ja, du brauchst nicht mehr reden. Das chinesische Offiziersmesser, den Flammenwerfer, das nehme ich dir ab. Die kannst du erstmal behalten. Das nehme ich dir auch ab. Die behältst du auch. Die drei Sachen behältst du. Das nehme ich ab, das nehme ich dir ab. Das könntest du eigentlich mal aufsetzen. Oder? Ich habe den ja gar nicht gerüstet, ne? Das bringt ihm ja auch ein bisschen was. Sollen wir ihm die Sachen hier einfach mal anziehen? Egal. Erstmal den gesamten Schrott, bitte. Können wir uns gleich nochmal drum kümmern. So. Was gibt's? Die Sammlung aufbauen oder was? Wie sich alle aufregen darüber, dass ich den ganzen Scheiß nehme. okay, chinesisches Offiziersschwert, Flammenwerfer, Impulsgranate, Kiromine. Warte mal, die Granaten. Also die Minen hier drin ist okay. Und die Granaten könnten wir eigentlich mal alle... Das ist eine Mine. Die Granaten könnten wir eigentlich mal alle drüben hinhauen. Ist eigentlich auch blöd, dass wir die Minen nie mitnehmen. Die könnten wir einfach auch mal hinter uns hinlegen und so, ne? Also man könnte auch... Raketenwerfer könnte ich mal mitnehmen. Aber ich glaube, ich habe drüben noch einen besseren, ne? In meiner Kiste. Okay. Ich will mal eben schauen. Aufgepasst. Oh, das wäre doch nicht nötig gewesen. Ja, 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 ja. Kleidung. Ausrüsten. Andersrüsten. Schau mal, Leo. Oh, er ist nackig. Ist irgendwie scheiße so, ne? Aber den Helm, den Helm könnte er mal tragen. Komm. Jetzt hat er natürlich den anderen Kram noch. Komm, den nehme ich ihm eben noch ab. Aufgepasst. Und? Ja, ja, klar, handeln das kurz. Ist Handel. Ja, ja. Ja, ja. Komm, ich nehme dir die noch eben ab. Die packe ich hier jetzt noch rein. Hier, so. Kleidung. Ach, guck mal, die habe ich ja auch noch, die Sachen. Alles weg. Ja, ich weiß, ich habe ein Level up. Ich weiß. So, Chameleon. Und jetzt hier rüber. Und dann gehen wir zu unserer Kiste. Transfer. Die Granaten weg, die Funkleitfeuer weg, die Plasmagranaten weg, weil wir haben genug Molotow-Cocktails und Splittergranaten. Die Sachen behalte ich und dann nehmen wir natürlich noch mal einen Raketenwerfer mit. Haben wir nicht hier einen? Wir haben doch so einen tollen, oder nicht? Wo ist der? Da! Nee, da! Haha! Ja, komm Leute, man gönnt sich ja nichts. Wir nehmen mal einen Raketenwerfer mit. Wir machen mal ein bisschen Blödsinn. Was heißt Blödsinn? Aber wir haben so gute Waffen und ich nutze das immer nicht.
Einfach mal ein bisschen mit einem Raketenwerfer rumschießen. Der ist zwar schwer, aber ich habe ja gerade kaum Waffen dabei. Warum nicht einfach mal dann einen Raketenwerfer mitnehmen? So, Gemüsesuppe brauchen wir nicht, Instant-Pyro brauchen wir nicht, Kaugummi, Laguna, blablabla. Die kann hier bleiben, das kann hier bleiben. Das kann hier bleiben, das kann hier auch bleiben. Oh, Stealth Boy, ich nehme die immer mit, aber... Naja, Gewicht 1 tut jetzt nicht weh, dass wir den mittragen, mit uns mitschleppen. Aber vielleicht nutze ich den irgendwann nochmal. Ich werde lieber gesehen. Es ist unfair, wenn man einen nicht sieht und dann wird man von einem, den man nicht sieht, erschossen. Das ist doch irgendwie... Also, ich schaue meinen Feinden lieber ins Gesicht, wenn ich sie töte. So. Gut. Ja, ist doch cool. Dann zurück nach da unten hin. Und dann machen wir da jetzt weiter. So. Wir machen genau da weiter, wo wir eben aufgehört haben. Sehr gut. Achso, Level up. Wollen wir eben noch... Warte, Moment. Wir machen eben noch das Level up. So. Was machen wir denn? Sowas mal? Kommando. Ein hartes Kampftraining führt dazu, dass automatische Waffen 20% mehr Schaden verursachen. Ja, warum denn nicht, oder? Komm. Kurz und schmerzlos. So. Dann gehen wir da wieder zurück. Schnell reisen, ja.